Redelsführer oder Hintermann oder in der Absicht Aufzüge zu sprengen oder wider besseren Wissens oder mit vereinten Kräften oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs oder als Deutscher oder auf andere Weise eine Handlung herbeiführt oder abwendet oder vornimmt oder unterlässt oder verursacht oder erschwert oder betreibt oder verhindert oder unternimmt oder verübt oder bewirkt oder begeht oder befördert oder beeinträchtigt oder befördert und beeinträchtigt oder befördert und nicht beeinträchtigt oder beeinträchtigt und nicht befördert oder weder befördert noch beeinträchtigt oder neiße. Das Nähere regelt die Bundesregierung. Oder Nichtraucher. Aha. 1965. Das nach dem US-Außenminister George Marshall benannte Hilfsprogramm, die sogenannte Marshall-Planhilfe, gilt als Initialzündung für das westdeutsche Wirtschaftswunder. Lommel, gebürtiger Schlesier wie Neuss, war seit den 20er Jahren als parodistischer Stimmenimitator populär. Der Ausdruck Kanzler der Alliierten geht auf einen Zwischenruf des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher in der Bundestagsdebatte um das Petersberger Abkommen zurück. Gemeint war damit Konrad Adenauer, der 1949 in einem denkwürdigen Alleingang unter Ausschaltung des Parlaments Verhandlungen mit den Westalliierten geführt hatte. Die Ballade vom veränderten Bewusstsein. Ich habe nach 1945 nie gefragt, was nun zu tun sei. Verlumpt, verlaust, kaputter Kopf, kaputter Zahn, bekam ich ohne großes Betteln Marshallplan. Ich hatte nichts im Schädel, hielt diesen Marshall für Christen und Christen hielt ich damals noch für edel. Wusste nicht mal, was das ist, Kapitalist und Sozialist. Ich war ein Hitlerjunge mit einer Trommel. Mein Volksaufklärer, das war Ludwig Manfred Lommel. Auf der Vernunft, was meine Wunde war, da hatte ich dicken Schorf. Das, was mir das Größte schien, das war der Freiheitssender Runxendorf. Unwissenheit, Naivität und Angst, die haben mich heile, heile durch den Krieg gebracht. Und die mich danach fütterten, die hatten meine Zustimmung. Voll Freude habe ich Gründung Bundesrepublik gleich mitgemacht. Ich war und bin verfluchte Seuche, voller Dankbarkeit. Wollt nie mehr lieben, nie mehr hassen. Es war, als hätte ich 10 Bäuche, so habe ich gefressen. Und die Gewalt, die ich schon wieder ohne sichtbar Blut betrieb, die spürte ich nicht, heut weiß ich, ich habe mich durch sogenannte Menschlichkeit bestechen lassen. Die Welt wurde geteilt in Ost und West. Ich habe mich beeilt, gleich alles mitzuteilen. Ich wurde Schwätzer. Ich schrie zornig Zeilen gegen Kommunisten. Ich wachte eigennützig über unser Glück. Was Thomas Mann mir damals schrieb, kam nicht umhin, in dem Schrecken der bürgerlichen Welt vor dem Wort Kommunismus etwas Abergläubisches zu sehen. Die Grundtorheit unserer Epoche, das schickte ich Empfänger unbekannt empört zurück. Das schöne Wort vom Kanzlerchen der Alliierten hielt ich für Blasphemie. Doch bald bemerkte ich die Politik der Stärke, das hieß, nackte Gewalt, führt drüben die. Jetzt schleicht sich meine Beichte in die helle Tonart Dur. Höflicherweise schießt man heute nur, wenn einer über Quadersteine kriecht. Ich aber habe gelernt im Krimi und auch anderswo, dass niemals der, der böse ist, der schon vom Weiten her so riecht. Ich wurde Detektiv, spürte Zusammenhängen nach und rief, was ich entdeckte. Meist nicht ohne diesen strömenden Humor, fast nie das Hirn, meist nur das Zwerchfell labern. Ich rief alles Kriminelle in die Gegend, doch leider ohne Wirkung, weil nur nach Feierabend. Längst schon war mein Publikum tagsüber bei der neuen Produktion von Wunderwaffen. Auch dieser Frack gehört dazu. Ich war, wie ihr ja wisst, ein fein geschliffener, immer schön in Schale. Ich war ein raffinierter Antikommunist mit Konto auf der Bank, mal dick, mal schlank. Ein freches, offenes Wort schien mir für meine tiefgekühlte Freiheit viel zu taugen. Doch gerade den Fall, den ich mal aufklären wollte, den verlor ich gänzlich aus den Augen. Ich war und bin ein Knecht, der sich als Herr fühlt, mit dem Zeigefinger in der fremden Nase folgt. Statt Detektiv bin ich Verbrecher, der sich selbst verfolgt. Mein Testament, das wird demnach ein Mordgeständnis sein. O ekelhaftes Hinterher, o große Schuld, o Pein. Wir über mich. Das hätte ich nicht von mir gedacht.
Das ist ein ganz egozentrischer, präpotenter Fingerkrüppel, ein Mystikschleimer, ein weitsichtiger Engerling, dessen hexenhafte Zahnlosigkeit erschreckend an eine Dame erinnert, die als Madame Blavatsky und die städtische Moskauer Neurotikergeschichte einging. Ja, das fing mal an als Mann mit der Pauke. Da war diese Figur. Noch ein nettes, opportunistisches Schwanzmädchen, offen nach allen Rohren, mit Aura von Sauerampfer und Witzen aus der Kneipe. Aber heute, wo er Bier für Pisse hält, ist er keiner mehr von uns. Macht auf Guru und will's nicht mehr wahrhaben. Verhöhnt die Bettelmönche vom Flohmarkt und verrät seinen eigenen Vater an die Polizei wegen unterlassener Alimente. Das Schwein nimmt selbst welche. Kinderschänder, Tierquäler, Linkswichser, Maulhure. Ein Hoffnungsträger für alles Ekelhafte im Bereich der Stummelschwabe. Dass so eine Krücke noch zwischen uns rumläuft und auch noch eine Spalte hat? Die Taz gibt sich tierlieb und lässt das Drogenwrack gewähren. Weil er nicht lieben kann, hat er Hassausbrüche, aus denen ein so amusischer Fettsack wie Uli Schamoni ganze Fernsehserien machen könnte. Der bunte Hund aus der Lohmeierstraße, anders kann man das ja gar nicht mehr verstehen, ist ein geistiger Wadenbeißer und Krampfadernverschlinger. Als der Degenhardt das letzte Mal zu Besuch war, vor 10 Jahren, murmelte er im Rausstolpern: Haschisch macht jeden zum Nazi. Als der Konrad Wolf, der war 19, zum letzten Mal da war, vor 11 Jahren, sagte er im Rausflüchten: Du wirst ja immer kommunistischer. Als der Uni Dutschke das letzte Mal in der Lohmeier war, sitzt hier blöd rum und macht auf Jesus. Während Wolf Biermann und Ina Hagen wohlwollend meinten, Millionäre müsste man zu Brüdern haben, dann kann man sich leicht auf ein Penner-Dasein einlassen. Dies übertreffend kam Peter Weiß in die Neustbude. Jetzt ist er endgültig irre geworden. Der Höhepunkt der laufenden Erniedrigung des zu hoch schwebenden Größenwahnsinns ist, dass dieser Selbstverstümmler aus Charlottenburg sich Feinde einbildet, nur um kämpfen zu können. Er behauptet, er wäre eine Kursbuchleiche aus Enzensbergers Katzenkeller. Ein Alexander Kluge-Opfer, der die Manege mit der Kuppel verwechselt. Ein SPD- und Stechapfel- und Uferzirkusgeschädigter, der aus lauter Undankbarkeit Mordversuche entwirft. Die überzuckerte René, das Vogelsberg-Team, die Pflasterstrand-Redaktion und Christum Well sowie Rudolf Augstein halten mich für einen ganz süßen Schnickschnack, der nicht anders kann, als sich wichtig machen. Lord Knut behauptet, Neuss ist ein Abzocker, der mir sogar die Prothese wegraucht. Der Staatsanwalt hält mich für verkommen und in Mikes Laden prügeln sie mich, indem sie mir Fred Endricard-Gedichte vorlesen. Wer mich beschimpft und verachtet, wiegt mir in dieser Spalte nun mal heute, macht mich interessant. Wer mich wie der Stern beschneidet, kastriert sich selbst. Wer mich anwütet, verketzert und beleidigt, bemitleidet, ignoriert, verdammt und bespuckt, denkt right. Ein Wesen wie ich, seelenloses Plappermau, will nicht von allen geliebt sein. Unbeachtet zieht er seine Bahn, der Kiezkomet von nebenan. Es gab ja 3 Wolfgangs, den Wolfgang Neuss, den Wolfgang Müller und den Wolfgang Gruner, für die, die es nicht wissen. Uckermann hatte dann seinen Partner Wolfgang Müller auch im tragischen Flugzeugabsturz. Das hat dann auch die Karriere von Herrn Neuss entschieden verändert. Gibst du mir da recht? Ja. Dankeschön. Drum bringen wir kurz ein Statement von Müller über Neuss. Würde ich niemals als Überschrift wählen, denn wer kann schon endgültig entscheiden, wer wen über hat? Na gut, mal sehen. Neusses Schütze. Damit wäre ja eigentlich für alle astronomisch Halbgebildeten alles, aber auch restlos alles geklärt. Und für die übrigen 3 müsste ich ganz weit ausholen. Und wer weiß, ob ich dann immer richtig treffe. Und dann kann natürlich auch noch passieren, dass Neuss dies selbst mal in die Hand bekommt, obwohl er eigentlich lieber eigene Sachen liest. Und dann wird er wissen, wie ich über ihn denke. Er wird mich in seine Arme nehmen und so lange drücken, bis ich keine Luft mehr bekomme. Also möchte ich für ihn und die 3 Unastrologischen so formulieren. Neuss ist einfach unbeschreiblich. Er ist einmalig, Gott sei Dank. Und wenn ich nun vielleicht noch etwas über unsere gemeinsamen Tätigkeiten sagen soll, also Theater, Film, Kabarett, Fernsehen, Synchron, Rundfunk, Varieté, Schreiben, Skat, aus finanztechnischen Gründen will ich nur einige aufzählen. Und das mit einigen Unterbrechungen 7 Jahre lang. Es war der 7-jährige Krieg. Bei jeder Arbeit alterte ich um 10 Jahre. Nun können Sie sich ja ausrechnen. Er ist nämlich so unanständig gesund und grässlich vital, dass ich zeitweilig aufhören musste zu rauchen, zu trinken und zu feiern. Dass ich ein Yogi wurde, um überhaupt mitkommen zu können. Es ist schon schön.
Und wenn ich total fertig war, ging er Fußball spielen. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt, einschließlich Berlin, nicht noch einmal zwei Leute, die so grundverschieden sind wie wir. Ich bin übrigens Schütze. Wir sind fürchterlich vorbereitet. Nö, wir gehen ja nach. 1968. Als Neuss diesen Text für Volker Kühn vom Hessischen Rundfunk ausstrahlte, kabarettistische Monatsbilanz bis zur letzten Frequenz, hat er leidvolle Erfahrungen im Umgang mit der Satire hinter sich. Mehrfach von den Medien zensiert, verboten und aus dem Programm redigiert, fühlt sich Satiriker Neuss zuweilen als Opfer von Verabredungen und Missverständnissen. Dazu zählen der Anzeigenboykott, den die Berliner Zeitungsverleger 65 gegen das Neuss Testament verhängten, der SPD-Ausschluss und die Drohbriefe und anonymen Anrufe, die er wegen seiner Rabiat-Politsprüche, aber auch wegen seiner Teilnahme an den Vietnam-Demonstrationen erhielt. Der Heimkrieger. Ein alter Idiotenglaube räumt den Satiriker das Recht ein, die Schwächen des Starken zu geißeln. Nun ist aber die schwächste Schwäche des Starken noch immer stärker als die stärkste Stärke des Schwachen. Darum ist der Satiriker, der auf der Höhe jener Auffassung steht, ein schmieriges Subjekt und seine Duldung ein rechtes Stigma der Gesellschaft, aus dem infamen Bedürfnis dieser Gesellschaft, die Persönlichkeiten als ihresgleichen zu behandeln und durch deren Herabsetzung auf das eigene Niveau, sich über dessen Niedrigkeit zu beruhigen, sind die Witzblätter entstanden. Alle Glatzköpfe glänzen, weil Bismarck auch nicht mehr als drei Haare hatte. Diese lästige Bosheit, aus der das Witzblatt dem Rachebedürfnis der Gesellschaft beispringt, nennt sie harmlos, verabscheut aber gleichzeitig den Positiven, der eine entgötterte Welt in Trümmern schlägt. Ahnt nicht, dass der Satiriker einer ist, der nur die Schwächen der Schwachen geißelt und die der Starken nicht sieht, weil es solche nicht gibt und wenn es sie gäbe, sie ehrfürchtig bedeckte. Satire ist für die Leute etwas, was einer im Nebenamt betreiben kann, zum Beispiel, wenn er öffentlich Offizier ist und heimlich Humor hat. Echter ist in jedem Fall öffentlich Satire zu üben und ein heimlicher Krieger zu sein. Ja, da ich ja die letzten Jahre sozusagen nur noch mit ihm miterleben konnte, ist mir jetzt eigentlich nur so klar geworden, was da eigentlich so viele Leute ein- und ausgingen. Unter anderem war da die gesamte deutsche Kabarett-Szene, ob es nun der Hildebrand ist, den vielen bekannt ist, oder Matthias Riechling. Oder die drei Tornados, wo es jetzt nur noch zwei gibt. Oder auch unter anderem Matthias Welz. Am 5.5. war er tot. Nächsten Tag waren ja die Zeitungen voll. Jeder hat auf einmal nachrufen, Essay. Alle hatten auf einmal was parat, statt mal vorbeizugucken und zu gucken, wie es ihm geht. Matthias Welz. Der Tod des toten Gräber. Schützfähig ist die Liebe. Wolfgang Neuss ist tot. Reden wir über die Weltliteratur. Die Narren, deren Ernsthaftigkeit nach ihrem Tod auch halbamtlich akzeptiert wird, sind eh nur Figuren der Imagination. Sie haben nie gelebt, es gibt keine Narren. Trotzdem hat William Shakespeare eine Wanze in der Lohmeyer Straße in Berlin angebracht, um die Totengräber im Hamlet nach dem Bilde zu formen dessen, der da saß, an Tag für Tag Gruben aushob. Auch Katharina Thalbach hat bei Wolfgang Neuss abgekupfert und umgekehrt. So schließt sich der Kreis zwischen Sozialismus, Asyl und heiterer Trostlosigkeit. Ein drittes gibt es nicht, denn die Aufgabe des Kabarets, die Idee von einer besseren Gesellschaft, von Frieden, vom Humanismus und von Gerechtigkeit und Glück und Freiheit ständig begraben zu müssen. Diese Aufgabe hat Wolfgang Neuss, der Herr, hat seinen Schwanz gestraft, aber seine Seele nicht verletzen können. Als erster Humorbeauftragter des deutschen Volkes verstanden. Mit den Ideen ist es wie mit den Seelen. Wenn sie stehen bleiben und nicht wandern von einer Form zur anderen, dann werden sie dumm und dusselig. Es muss wieder ordentlich gestorben werden, bevor was Neuss passiert. Jeder Idiot fängt heute schon früher morgen an, was Neuss auszuprobieren. Fällt an seiner ausschließlich ihn selbst überraschenden Individualität, bastelt sich einen Schnittmusterbogen für einen neuen Arschbackenüberzug. Das nutzt aber nichts, weil die Mode ja nur die ewige Wiederkehr des Neuen ist. Wie Walter Benjamin in einer Flaschenpost hinterließ, bevor er als Zwerg der frühen Jahre sich von dem soeben verblichenen Neuss ins Kreuz treten ließ. Da haben wir den Salat. Beide sind tot und niemand kann das Gegenteil bezeugen. Der Neuss ist tot und lässt uns grüßen. Über Tote soll man nur schreiben, wenn einem auch Böses einfällt.
Sonst hat das Leben des Verstorbenen keinen Sinn gehabt. Sonst klaue ich ihm sein Dasein und jage es durch die Waschmaschine, den Lavamat postmortem. Das Leben von Wolfgang Neuss hat aber viel Sinn gehabt, denn er war böse von Grund auf. Gutartig in der schärfsten Angriffslust. Wolfgang Neuss ging jeden hart an, aber verletzte niemanden unheilbar. So schreibt die Illustrierte Stern, das 35-Groschenblatt. Aber der Hingeschiedene war kein guter Mensch, sondern ein großer Künstler, also demokratisch charakterlos bis in die letzte Socke. Er war nämlich nicht grundsätzlich dagegen, sondern dafür. Er war ein typisch angepasster Opportunist, aber angepasst an Verhältnisse, die es nicht gibt, die er sich als künstliches Paradies erschuf in der Arbeit am Hanf. In den Nachrufen wird nun dieser Mann als Oppositioneller gefeiert, der dieser halb naturgemäß in einem Charlottenburger Hinterhaus wohnen muss, wie die Süddeutsche Zeitung und die Zeit behindertenfreundlich ausdrucken ließ. Das alte Ekel hat aber im ersten Stock gewohnt, in einem Haus direkt an der Straße, hat die Fenster nie geputzt und wollte trotzdem dazugehören. Jetzt trifft er Ulrike Meinhof. Sie haben so manches gemein und sie viel zu erzählen. Beide geil auf Karriere und Erfolg, haben sich in den frühen 60ern als kritische Gäste im bürgerlichen Partyleben gesuhlt. Ich sauf nicht nur Sekt, hat die Ulrike zum Wolfgang gesagt. Ich denke mir auch was dabei. Und dann haben sie sich geschritten, wegen der Beatles und der Rolling Stones. Sie hatten Street Fighting Man getrellert und hatten von Lucy in the Sky with Diamonds geträumt. Sie wollten ein wenig morden und brandschatzen. Er hatte das schon hinter sich. Er hatte nämlich Papierflugzeuge abstürzen lassen und dann ist sein Partner Wolfgang Müller in der Schweiz endgültig mit dem Flugzeug runtergekommen. So hat der Verstorbene sehr unter diesem ungesühnten Mord gelitten. Und dann nahm er Abschied von Alkohol, Antifaschismus und APO, außerparlamentarische Opposition, für die Grundschule. Matthias Bröckers hatte in der Tageszeitung geschrieben, dass Neuss sich von Alkohol- und Medikamentenorgien des 20-jährigen Filmstarums mit Haschisch kuriert hat. Das ist ein wichtiger Satz. Wolfgang Neuss hat sich ebenso zwischen RAF und Hanf entschieden. Er schuf sich ein Ordnungssystem aus Rauch und Feuer. Aber er war nicht Feuer und Flamme für diesen Staat. Er arbeitete an der Sucht, die er brauchte, um zur Ekstase zu kommen, die er brauchte, um zur Erkenntnis zu kommen, die er brauchte, um nicht zur Ruhe zu kommen. Nur wer faul sein kann und bequem, macht sich wirklich Gedanken über die Geschwindigkeit. Jetzt ist er tot und keift nicht mehr. Alle hat er fertig gemacht, der kleine Mann, und hat trotzdem nach vielen und vielen Joints nie vergessen, dass auch Trinker Menschen sind. Das alte Nebelhorn tutet nicht mehr. Am 5. Mai 1989 starb Wolfgang Neuss. Das war zu früh. Juri, darf ich ankündigen? Okay. Wir kommen zum Ende, keine Sorge. Schade. 1983. Jös, 32 Jahre her. Join the World. Vom Glück, das aus der Pfeife kommt, wurde der einzige Rebell nicht müde zu künden. Sogar davon, dass Umarmung besser, nützlicher, glückseliger und kräftesparender sei als offener Widerstand. Auch da traf sich der alte Neuss mit den Jungen, die ihn ganz neu für sich entdeckten. Viele der alten Mitstreiter blieben da auf der Strecke, konnten oder mochten solche radikalen Veränderungen in Gesinnungsfragen nicht mitvollziehen. Hier war unbestritten ein streitbarer Harmonie-Wüstling am Werk. Wir haben ja noch ein paar Tsunami-Wellen vor uns. Die Erde läuft gut. Die Erde, wie sie da ist, wo wir drauf sitzen, die Erde sagt, hör mal zu, sagt die Erde, die Welt läuft immer gut, wie sie läuft. Was denn? Auch mit den 1000 Toten auf den Zebrastreifen durch Autos? Die Welt läuft immer gut, wie sie läuft. Die Erde läuft immer gut, wie sie läuft. Was denn? Auch mit dem Morden, Frau Bachmeier, die da erschoss? Was denn der Libanon? Hast du das Massaker gesehen? Die Erde läuft immer gut, wie sie läuft, sagt die Welt. Die Welt sagt, die Erde läuft gut, wie sie läuft. Die läuft gut, wie sie läuft. Seit Milliarden Jahren sagt die Erde, die Welt läuft gut, wie sie läuft. Ja, aber hast du denn nicht Auschwitz gesehen? Ja, aber die Erde läuft gut, wie sie läuft. Die Welt läuft gut, wie sie läuft. Und jetzt kommen wir alle, wir Jungen und wir Alten und wir alle, wir Menschen und sagen, aber Fortschritt muss doch sein. Da sagt die Erde läuft gut, wie sie läuft. Die läuft gut, wie sie läuft. Das ist der Fortschritt. Wir wollen trotzdem den Fortschritt. Wir wollen ändern immer. Und die Erde sagt da ununterbrochen, das ist die Tatsache, ein Gesetz. Die Erde läuft gut, wie sie läuft. Das ist der Urgeist. Der sagt das. Und das ist auch nichts dran zu rütteln.
Auch nicht? Nee. Die Erde läuft gut, wie sie läuft. Und da kommen wir an und ich besonders Neussi und sage, aber die Welt muss doch total geändert werden. Und? Hitler? Total geändert werden? Und Strauß? Na, aber und Willy Brandt? Ja, und der Fortschritt ist dünn. Warum denn ist der dünn? Nicht, weil das boshaft ist? Nicht, weil jemand nicht will? Nicht, weil jemand besonders will? Sondern weil die Erde gut läuft, wie sie läuft. Darum ist der Fortschritt immer so dünn. Wir Menschen erreichen halt doch etwas, aber dünn. Ja. Angenehmes Publikum. Vom Sterbewammel. Weißt du, warum wir Angst vorm Sterben haben? Weil wir nicht wissen, wie es geht. Ja. Es gibt keine öffentlich allgemein bekannte Sterbepraxis. Hätten wir öffentliche Sterbestuben, wo man Leute beim Sterben beobachten kann, so wie man jederzeit Leute beim Gebären beobachten kann, könnte man vielleicht von Sterbekultur sprechen. Es herrscht aber die pure Sterbebarbarei. Und jedes Tier hat mehr Sterbepraxis als wir. Und wahrscheinlich auch mehr Geburtskultur. Wie sieht die bei uns aus? Meine Frau kriegt ein Kind. Paar Glas Sekt und ewige Treue. Anmeldung beim Standesamt. Annonce in der Zeitung. Aber Kultur? Dass da jemand angekommen ist, der uns vielleicht vor 49 Tagen vorher gerade verlassen hat? Nix. Über den Tod und das Sterben wird nichts gewusst und nichts erzählt. Auch das Kind, das geboren wird, wird im Unklaren gelassen. Die ersten 4 Jahre denkt es, es kommt für immer und ewig. Dabei müsste es doch selbstverständlich sein, so wie die Frau jederzeit die Hebamme ruft, wenn die Wehe kommt, dass man genauso jederzeit seinen Sterbewammel rufen kann. Kommen Sie her, ich setze mich aufs Sofa und jetzt lassen Sie mich sterben. Ja klar, sagt er, ich lasse Sie ja, aber machen müssen Sie es alleine. Ja, aber Sie sind doch der Sterbewammel. Ich bin doch kein Hacketal. Sagt er, krank sterben ist doch die alte Unsitte. Ich helfe Ihnen, gesund zu sterben. Das ist eine urige Angelegenheit, wie die Geburt, nur andersrum. Ja, und dann sagt der Sterbebammel, lehn dich zurück und erinnere dich, wo du geboren bist. Erinnere dich und vergiss es sofort, für immer. Vergiss, wo du zur Schule gegangen bist. Vergiss, wo du essen und trinken gelernt hast. Vergiss, 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 vergiss. Sterben heißt vergessen. Aber vergessen ist nicht leicht. Wenn das Sterben von Menschen nicht mehr für selbstverständlich gehalten wird, dann wird es selbstverständlich. Gäbe es sowas wie die Sterbekultur, hätten wir Kirchen, in denen das Vergessen geübt würde. Du kommst aus der Kirche und weißt nicht mehr, wie du heißt. Du bist ein Zombie, gestorben auf Urlaub und immer anwesend. Von Sterbekultur kann erst die Rede sein, wenn wir das Wort todessehnsüchtig durch veränderungswillig ersetzen. Menschen, die sterben, lernen, die ein Handwerk und die Geburt zu einem super Gottesdienst ausweiten, brauchen keine Wasserwerfer, um Leuten über die Brust zu fahren. Auf der Erde herrscht ständiges Kommen und Gehen, Werden und Vergehen. Und wir sind ganz besondere Pflanzen. Wir kennen wir die Methode, wie man im Sterben stirbt, anwesend bleiben. Am meisten lache ich im Moment über reiche Leute, die eine Menge Geld angeschafft haben und doch abnippeln. Und beim Vergessen, beim Sterben, mitten im Bammel verschenken sie meistens noch alles oder treten schnell noch wieder in die Kirche ein. Die Sterbeindustrie allerdings ist der größte Beschiss. Was der Geist verlassen hat, dürfte nichts mehr kosten, weil es den Tod eigentlich nicht gibt. Kosten Geburt und Sterben mehr Geld, als das nichts hat? So, ich introduce dich nochmal mal. Wir kommen jetzt zu unserer letzten Rede und danach, wenn Sie noch Wünsche haben, lesen wir natürlich mehr. 1983 bis 1989. Die Botschaft vom Giftgeschenk von Neuss in den 80er Jahren, immer wieder abgeändert, umformuliert und variiert, gehört zu seinen bekanntesten Leitartikelgedichten. Neuss, laut Presse, ein Objekt für Voyeure. 83 über seinen Anspruch aufs Rauschgeschenk. Die Zeitungen haben Fotos von mir gebracht. Jeder Mensch, der Augen hat, zu gucken, sieht doch, dass Gott das nicht alleine lässt, so ein Wrack. Da arbeiten doch Typen an dem Mann. Ich müsste vom Gesundheitsministerium das Haschisch bekommen, weil ich doch ein abschreckendes Beispiel für die Gesellschaft bin. Selbst als Haschischraucher, als Out der Gesellschaft, als verbotenes Subjekt, habe ich noch eine Aufgabe. Als abschreckendes Beispiel. Letzte Botschaft. Gift heißt Geschenk. Die Erde ist ein einziges Geschenk.
Der Wald stirbt weg, damit auf seinen Flächen Mohn wachsen kann. Die Erde bietet Opium an. Die Menschen werden sich beruhigen müssen. Jeder hat das Recht auf sein eigenes Heroin, lautet die Therapie für die nächsten 100 Jahre. Mit der Vergiftung ist es wie mit der Verwirrung. Sie muss größer werden, um Gutes zu bewirken. Nimmt man aber all die Erdengeschenke, das Gift, mit schlechtem Gewissen, dann ist das Zeugs plötzlich Zeugs. Dreck, schädlich, gefährlich. Mit schlechtem Gewissen wird jedes Gift, jedes Geschenk wirken wie genommen. Schlecht. Von 100 Leuten, die Drogen nehmen, tun es 90 mit schlechtem Gewissen. Das liegt an der Illegalität, dazu das falsche Wissen, die diametral entgegengesetzte Aufklärung und natürlich ganz allgemein der Irrglaube über die Beschaffenheit des Menschen, seines Geistes, seines Körpers, der völlig fehlende und die völlig fehlende Information über den Tod, über das ständige Kommen und Gehen auf der Erde. Wer den Tod nicht versteht, der soll schon mal keine Droge in sich hineinstopfen. Letzte Durchsage. Wir leben immer, auch ohne Körper. Sowas sollte man nicht glauben, sondern wissen. Lachen Sie, dass er ja nicht immer mag, Kohle vor und sagt, oh, guck mal, Salamübel zu dem Ortsaufweister machen. Lame drogen ragia ragium ragium alaga la le radio fanciu vionus lochen sase jamanichen mama kule poa boza kokoge mal salai elitzinam vatsa roch bestar amach. Lame drogen ragia ragium ragium alaga le di radio fanciu vionus lochen sase jamanichen mama kule poa boza kokoge mal salai elitzinam vatsa roch bestar amach. Ich sag euch nur, 700 Jahre nach Christus, Agrippa von Nettesheim, etwas Hebräisch, etwas Deutsch, etwas vermischt und das Mantra meines Vaters. Okay. Ich danke euch. Dankeschön. Wenn du einen Wunsch hast. Wir machen jetzt nochmal eine CD an. Die kriegt ihn jetzt nochmal selber zu hören.